Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute einmal mehr, ich möchte ja mal professionell nochmals hinhören und zuhören, wie eine Schwermetallausleitung funktioniert. Warum sollten wir überhaupt eine Schwermetallausleitung machen? Aber ich glaube nicht nur Schwer-, sondern auch Leichtmetallausleitung. Warum ist es so wichtig für unsere Gesundheit, da nochmals unseren Fokus darauf zu setzen? Das möchte ich heute nochmals anschauen und diskutieren mit der Frau Dr. Petra Wichel, die Chefärztin der Swiss Mountain Clinic. Ganz herzlich willkommen, liebe Petra. Dankeschön. Ja, warum? Das ist mal die erste Frage. Ich glaube, die meisten haben es schon mal gehört, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich weiß aus dem Marketing, 7-mal müssen sie es hören, bis es endlich wirklich irgendwo ankommt. Deshalb, warum sollten wir den Fokus als gesunder Mensch auf eine Ausleitung einmal setzen? Als Gesünder, aber auch spätestens als Kranker. Und das ganze Problem heute der Amalgamfüllung ist noch lange nicht vom Tisch. Es gibt immer noch Menschen, die, was mich sehr wundert, denn es hat sich ja eigentlich rumgesprochen, wie hochtoxisch Amalgam im Mund ist. Es ist ein Sondermüll, der als Sondermüll entsorgt werden muss. Und wir nehmen das einfach so gegeben hin. Okay. Ich habe es vor 10 Jahren rausgenommen, auch Entgiftung gemacht, aber noch nur so mit Chlorella, Spirulina. Genau. Und jetzt sehe ich ja meine Blutwerte durch die professionelle Entgifter. Genau. Da ist noch alles drin. Das, ja, und die ist nichts draußen. Wir haben über das Thema Blut gesprochen und dass der Körper dem Blut dient. Das heißt, was muss der Körper über Jahre und Jahrzehnte kompensieren? Nur, dass das Blut nicht belastbar ist. Und dafür hat er natürlich auch im Rahmen der hochtoxischen Schwermetalle. Und da ordnen sich zum Beispiel Quecksilber, Arsen, Blei als sogenannte Neurotoxine ein, die natürlich auch einen starken Einfluss haben auf unsere Gesundheit, unsere Nerven. Aber jetzt sagen gleich auch die Zuschauer, ich esse ja das nicht. Wo kommt denn das überhaupt in meinen Körper rein? Naja, natürlich essen tue ich es auch. Also Aluminium ist heute zum Beispiel in einer Menge von Nahrung enthalten, wenn wir da Nahrungsmitteln sagen. Das ist heute ein so großer Industriezweig, ob im Schmelzkäse oder im Instant-Café. Aluminium wird sich bedient. Das ist ein Leichtmetall, für den der Körper absolut, aber auch gar nichts mit antun kann. Und das ist das Cadmium, das sind die Autoabgase, das ist das Rauchen. Ich will gar nicht den Raucher irgendwo in einen Vordergrund stellen, aber man muss nicht Bio essen. Man muss nicht über Bewusstsein und Gesunderhaltung nachdenken, wenn man raucht. Und das sind über Tausende von Toxinen, die da täglich anfallen und die der Körper in irgendeiner Form wieder rausbringen muss. Und das ist das Quecksilber schon allein in den Impfungen des Thiomersal. Da staune ich nur, weißt du, Quecksilber kannte ich noch als Kind aus dem Fiebermesser. Und da hat meine Mama immer gesagt, pass ja auf, dass der Fiebermesser nicht kaputt geht. Da wurden wir richtig Angst eingetrichtert, dass Quecksilber giftig ist. Das ist auch so und es hat eine Halbwertszeit von über 30 Jahren. So, und wie schnell das geht, habe ich vor einigen Jahren erlebt, als eben ein Thermometer, ein Wetterthermometer vor einer Wand fiel. Und das junge Mädchen hatte das vorsorglich alles entsorgt, aber ist nur nach Wochen so schwer krank geworden. Da hat man gesehen, dass wie Quecksilberdämpfe sich dann eben verbreiten. Die hat in diesem Zimmer auch noch geschlafen. Und das war ein Zeitraum nur von wenigen Wochen bis Monaten, bis das eine Dimension erreichte, gesundheitlich, die erschreckend war für dieses 16-jährige Mädchen, die heute wieder gesund ist. Aber allein 1,5 Jahre hat es gedauert, um dieser Sache überhaupt nachgehen zu können, die eigentlich im ersten halben Jahr gar nicht irgendwo nur annähernd in Zusammenhang gebracht wurde mit diesem kleinen Unfall. Also ich will nur damit sagen, dass Toxine in dieser Art und Weise, wie wir sie heute tagtäglich auch erfahren, bewusst oder unbewusst, wir haben ja über 370 oder 275 Medikamente, die Aluminium enthalten, das sind Wirkverstärker in den Impfungen und. Das heißt, diese Toxizität ist dermaßen hoch, dass ich wirklich erschrocken bin, weil wir das messen, womit der Körper sich über Jahre oder Jahrzehnte hat auseinandersetzen müssen und schafft natürlich das erstmal und legt es ab.
wenn er es nicht ausleiten kann. Das stellt eine stumme Gefahr dar, eine wirklich ernstzunehmende Gefahr, weil wir die Entwicklung auch von Autoimmunerkrankungen, von Tumorerkrankungen, von neurodegenerativen Erkrankungen ganz stark mit diesen Belastungen auch erkennen, weil wir sehen ja, welchen Verlauf diese Erkrankungen nehmen. Und ich frage mich, warum sind wir da nicht interessierter, solche Ausleitung, wenn wir sie dann auch machen, nach einer Zahnsanierung? Vorher ist das ja auch in der ehrlicheren Form nicht möglich. Du kannst nicht mit einem Gelatbinder Toxine entfernen. Wenn noch Amalgam im Mund ist, das würdest du lösen. Aber wenn es dann entfernt ist, dann muss wirklich ganz viel im Vordergrund auch geklärt werden. Ist der Körper der Ausleitung auch fähig? Denn wenn die Ausleitung nicht gegeben ist, dann würdest du von links nach rechts deponieren, weil diese Aufgabe muss die Leber machen. Und das sind alles ganz wichtige Fragen, die, wenn man zu so einer Woche zum Beispiel, wir konzipieren die als Entgiftungswoche, dann sind das Untersuchungen, die ich auch an den Anfang stelle, um langfristig eine Ausleitung für diesen individuellen Patienten zu vorzubereiten, das integrierbar sein muss. Und natürlich werden Schwermetalle auch unterschiedlich ausgeleitet. Arsen und Quecksilber wird anders ausgeleitet als Blei zum Beispiel und Aluminium. Das sind alles Möglichkeiten, die der Körper dann aber auch nach der Bindung dieser Schwermetalle aus dem Bindegewebe, aus der Schilddrüse, ganz stark ist das Deponieren von Schwermetallen in der Prostata zum Beispiel. Und jedem Prostatakarzinom geht ja immer eine Prostatitis voraus, eine Entzündung der Prostata. Und so dass das Inhalte sind dieser Woche. Alle Herren, die wirklich jetzt gerade auch einen Wert vom PSA erhöhten gekriegt haben, sind eigentlich auch sensibilisiert darüber nachzudenken, ob sie auch eine Entgiftung machen sollten. Ja, die Diagnostik eines Prostatakarzinoms erfolgt ja heute durch den PSA-Wert. Da wird man auffällig. Aber man sollte den PSA-Wert als Biomarker sehen, nicht als Tumormarker. Und sollte vor allen Dingen sich darum kümmern, was ist mit Belastungen los, die auch eine Prostata kompensieren muss? Denn ohne eine Entzündlichkeit kann sich nicht ein Prostatakarzinom entwickeln. Aber dieser PSA-Wert wird als Tumormarker verschoben, oder? Ich weiß das, aber das ist kein absoluter Tumormarker. Es haben auch ganz viele Menschen erhöhte PSA-Werte, die kein Tumor entwickeln. Schon die Radfahrer wahrscheinlich. Ja, ganz viel. Auch ein Mann, der noch sexuell aktiv ist, kann erhöhte PSA-Werte haben. Können wir nochmals einen Sprung zurück, und zwar nochmals zu den Ursachenherden. Quecksilber, habe ich nur schon gehört, ist auch in diesen modernen Lampen enthalten. Diese Sparlampen, wenn sie runterfallen, sagt die Feuerwehr 48 Stunden alle Fenster auf und aus dem Haus. Aber die Hausfrau weiß ja das gar nicht, oder? Ja, und vor allen Dingen, das müsste unter Quarantäne gestellt werden. Also da dürfte eigentlich jemand wochenlang gar nicht mehr eintreten, weil es geht ja um die Quecksilberdämpfe. Aber was machen wir? Zusammenwischen in einen Abfalleimer? Einmal dieses in der Woche Zimmer geht der Eimer raus? Müsste gesperrt werden. Also wenn es in meiner Praxis passieren würde, würde ich diesen Raum, den würde ich jetzt verblomben und dann darf da wirklich gar keine mehr wochenlang rein. Das ist ganz wichtig. Die Kontaktlinsen haben eine Flüssigkeit, wo die eingelegt werden. Da ist Thiomersal, da ist Quecksilber drin. Was? Ja. Aber ist jetzt nicht wahr. Ja, da muss man ganz doll aufpassen, dass man Quecksilber oder Thiomersal liest. Die Bioläden haben jetzt zum Beispiel auch solche Flüssigkeiten, wo kein Quecksilber drin ist. Aber es gibt direkt ins Auge, das Quecksilber. Das ist ja und vor einiges wird ja nicht weniger auf der Welt. Ja. Das muss man ja auch sagen. Quecksilber kann sich nicht abbauen. Und es ist nicht weniger auf der Welt. Früher noch wurden ja die Menschen mit Quecksilber verbrannt. Was meinst du, was da über die Krematorium sich ausgebreitet hat? Und das sind alles indirekte Belastungen, die wir über die Atmosphäre bekommen. Neben Quecksilber dann noch die Verschmutzung, gerade in Flughafennähe Städte durch die Bleibenziner über Jahre und Jahrzehnte. Das Blei überall in den Dosen, die vielen Hobbyjäger und so weiter. Also das ist eine Belastung. Der Joachim Mutter hat dieses schöne Buch geschrieben, Lass dich nicht vergiften. Ja, ich habe es gelesen. Das heißt, er gibt da schon sehr, sehr viel Aufschluss und ist auch so ein großer Kämpfer gegen die Anwendung von Quecksilber. Jetzt ist in Deutschland, dass das Amalgam, glaube ich, bis 23
oder 24 wirklich verboten werden soll. Aber bis dahin ist es noch okay. Aber solche Länder wie Russland und Schweden, die haben schon seit Jahrzehnten haben die das verboten, weil wir eigentlich um die hochtoxische Gefahr wissen. Und weil wir natürlich auch die Wechselwirkung kennen, zum Beispiel Quecksilber, Cadmium, Aluminium kämpfen um Rezeptoren an den Zellen. Aber dieser Rezeptor ist für Selen, dieser Rezeptor ist für Kalium, dieser Rezeptor ist für Magnesium. Und der Patient geht in eine Entgiftungsschwäche, weil das Selen kann gar nicht intrazellulär jetzt zur Aktivität kommen. Oder das Herz geht in eine Herzrhythmusstörung, weil Quecksilber sitzt am Kaliumrezeptor. Kalium und Magnesium sorgen für einen Rhythmus des Herzens. Wer denkt an eine Arrhythmie? Wer denkt bei Extrasystolen an toxische Belastungen? Das sind so Dinge, wo ich denke, heute eine Belastung erstmal zu erfassen, ist unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite ist es unglaublich wichtig, auch eine ehrliche Ausleitung zu machen. Da möchte ich gleich reinkommen in die Ausleitung. Ja. Wir hatten mal einen Test gemacht, ein paar Tests mit Urinlösungen. Die haben mir einen Labor geschickt, um auf Glyphosat zu untersuchen. Und die Werte, die wir gekriegt haben, möchte ich auch noch ins Verhältnis setzen. Die Trinkwasserverordnung sagt 0,1 Mikrogramm pro Liter Glyphosat sei noch in Ordnung. Die WHO sagt, über 0,5 ist krebserregend. Wir hatten Werte zwischen 9 und 15 im Urin. Ja. Da frage ich mich, ja, wie kommt denn eigentlich dieses ganze Glyphosat in meinen Körper rein? Und da sind wir alle jetzt eigentlich wieder zum Nachdenken angetriggert, oder? Naja, natürlich. Ich meine, Glyphosat, das ist, also wer das Buch von dem Carlson gelesen hat, Der stumme Frühling, das ist in den 60er Jahren geschrieben worden. Wer mit Herbiziden beginnt, zerstört das menschliche Leben und das Leben auf der Erde. Und das ist das, was wir heute wissen. Es ist Glyphosat generell auf dem ganzen Erdball jetzt systemisch ausgebreitet. Es braucht 6 Jahre, bis sich so ein Boden wiederholt. Es wird massiv in der Großflächenlandwirtschaft angewendet. Frankreich hat es jetzt verboten, Anfang 2020. Ich weiß. Und das muss ja auch auf uns Menschen zurückschlagen. Und die Rechnung, finde ich immer, die ist ohne den Wirt gemacht. Also wir setzen es ein, wir Menschen. Aber wir sind auch die, die jetzt die Folgen selbstverständlich tragen. Und das zerstört unsere gesamte Mikroflora des Darmes. Ich habe noch nie so viel hochpathologische Stuhlbefunde gesehen im Rahmen eines Leaky Guts, im Rahmen eines Durchlässigkeitssyndroms. Und das ist natürlich auch wieder ein Wirkungsverstärker, wenn der Darm nicht mehr in seiner Intaktheit uns vor all diesen toxischen Dingen schützt, dass sie gar nicht erst in unseren Körper aufgenommen werden und natürlich selber erkrankt. Das kann ja wochenlang, monatelang, jahrelang noch gar nicht irgendwo für mich eine Verdauungsstörung machen, aber die ist da, dann heißt das, dass wir in dieser Rahmen der toxischen Belastung auch oder Glyphosatbelastung immense auch gesundheitliche Folgeschäden davontragen. Also es zeigt einfach mehr, wir müssen in die Selbstverantwortung uns genau überlegen, denn auf der anderen Seite gibt es jetzt nicht irgendwo ein Geschäftszweig, das Interesse hat, ein Marketing zu betreiben, um uns darauf zu sensibilisieren, auf diese Schwer- und Leichtmetalle zu verzichten, entweder übers Essen oder übers Trinken. Es verdient ja niemand Geld daran, uns zu warnen vor diesen Dingen, darum verstehe ich es ja auch. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir aktiv selbst das Zepter in die Hand nehmen und sagen, dieser Dreck ist nicht evolutionsbedingt in unserem Körper reingekommen. Es ist alles innerhalb von 30, 40, 50 Jahren entstanden. Wie kriegen wir das wieder raus? Und jetzt gerne, wie kriegen wir es denn wieder raus? Ja, wir kriegen es ja schon wieder raus. Wir kriegen es ja auch gut zum Teil wieder raus. Und wir müssen ja auch sagen, dass genauso wie ein Kontakt mit dem Virus noch lange nicht eine Viruserkrankung provoziert, so ist es auch mit Schwermetallen. Also der Körper hat schon eine gewisse auch Kraft, gewisse Belastungen zu kompensieren. Das ist gar keine Frage. Dieser stille und stumme Selbstzerstörungsprozess, der natürlich aber stattfindet, weil der Körper kann ja mit Aluminium, mit Quecksilber, mit Blei, mit den Dingen kann er nichts beginnen. Das hat natürlich Einfluss auch auf seine Zellulären.
schwere Gesundheit. Das heißt, ich muss jetzt erstmal mich entgiftungskapazitär fit machen. Ich kann nicht einfach sagen, ich werde jetzt mit Chlorella und mit hochdosiert Selen und mit Zink und mit all den Dingen, die meine Leber, mein Lymphsystem, meine Nieren unterstützen, das ausleiten, das wird nicht reichen. Deshalb muss ich wissen, wie ist meine individuelle Spurenelemente und auch alles das, was die Leber braucht. Die Leber hat zwei große Entgiftungsphasen, die konjugiert. In der Phase 1 wird die erste Phase vorbereitet für die Phase 2. In der zweiten Phase konjugiert sie. Und in diesen Phasen müssen alles bereitstehen. Da muss Selen, Zink, Glutathion, essentielle Aminosäuren, B-Vitamine bereitstehen, dass diese Abfolge in einer ganz chronologischen Verlauf vollzieht. Und dafür muss ich vor einer Entgiftung mir darüber klar sein, dass die Leber das kann. Noch dazu man nach Enzymmängeln oder auch nach genetischen Defekten schauen muss, denn wir finden das immer wieder auch bei Patienten, die sehr frühzeitig schon zum Parkinson tendieren oder zu einer Autoimmunerkrankung, dass da Störungen in der Entgiftung über Jahre lang schon waren. Und das ist ganz wichtig, bevor man so eine Entgiftung startet, muss man sich über diese Dinge voll informiert sein. Und wenn man die Entgiftung startet, muss man auf jeden Fall die dabei haben. Weil man kann nicht binden und dann nicht der Leber die Möglichkeit geben, dass sie jetzt ohne Probleme aus der Fettlöslichkeit eine Wasserlöslichkeit macht und die Niere kann es ausscheiden. Noch dazu, die Leber natürlich immer wieder alles erst zurückschüttet in den Dünndarm. Und da ist natürlich Chlorella ein ganz wunderbares Mittel in einer hohen Dosierung. Mhm. Chlorella 3x1 macht überhaupt nichts, sondern dann muss ich es schon richtig binden. Da geht es bis auf 30, bis auf 60, bis auf 70 manchmal solcher Tabletten am Tag. Sie an. Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite durch Zeolit. Das Zeolit ist ein Gesteinsmineral aus den Anden, was natürlich eine ganz hohe Bindungsfähigkeit hat, nicht nur für Schwermetalle, auch für Pilze, für Histamin, um immer wieder gleich das zu entgiften. Und wir führen ja im Rahmen solcher schwerpunktmäßigen Entgiftungswochen schon auch diese Chelatierungen durch. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir den Körper mitnehmen in diesem Prozess. Das ist jetzt nicht für mich nur damit getan, dass du die Schwermetalle löst und sie der Ausleitungsfähigkeit bereit machst, sondern dass du dem Körper auch hilfst, sie auszuleiten. Das heißt, wir arbeiten dann natürlich mit Hydrokolontherapie, wir arbeiten mit Einläufen, wir arbeiten mit lokaler Überwärmung für die Leber, dass die Leber gut durchblutet ist, dass sie sich alles sich öffnet, weitet und dass sie diese Prozesse forcieren kann. Sie ist nämlich selber diejenige, die wahnsinnig viel aufgenommen hat. Auch die Niere nimmt unglaublich viel Schwermetalle auf, einfach weil sie durch die Belastung mit involviert ist in diesem Prozess. Und Patienten, die eine Niereninsuffizienz entwickeln und auch dialysepflichtig werden, sind oft Menschen, die über Jahre auch diese toxischen Belastungen gerade auch in den Nieren gebunkert haben. Das ist ein ganz großer Aspekt, dem man immer nachgehen muss, wenn ein Mensch so eine nachlassende Nierentätigkeit auch hat. Mhm. Schwermetalle, Leichtmetalle, Aluminium. Und wir arbeiten zum Beispiel auch über eine Vital Wave Behandlung. Da wird der Körper gewickelt, von Kopf bis Fuß gewickelt, bandagiert, feucht. Auch der Frequenzen? Und zwar so, aber nur in der Frequenz des Zellmembranpotentials und die Mitochondrialaktivität der Energiekraftwerke wird um ein Vielfaches bis 500-fach erhöht, sodass eigentlich das, was ich angestoßen habe, das, was ich gebunden habe, jetzt aber auch mit Macht eliminiert werden kann. Mhm. Den Körper muss ich schon auf diesem Weg immer wieder mitnehmen. Mhm. Und Patienten, die jetzt zu dieser intensiven Ausleitung kommen, manchmal schließt sich so eine Woche an, wenn sie gerade Amalgamfüllungen raus hatten und jetzt eigentlich so einen Status quo haben wollen und sagen, aber jetzt gehe ich an die Entgiftung, die sich dann auch über einen größeren Prozess wirklich anschließt. Mhm. Mhm.
Ich hatte ja mal die Leberentgiftungswoche bei euch gemacht. Macht ja eigentlich Sinn, gerade nach der Leberentgiftung, dann sind die Kapazitäten frei, dann eigentlich die Entgiftung zu machen. Klar, man braucht ein intaktes Organ, Leber, auch gerade für diesen Prozess, ist gar keine Frage. Und so mit bisschen entgiften und mal hier ein bisschen und da ein bisschen. Also wenn es eine richtige Belastung gibt, die wir auch kennen, die wir messen. Wir können ja das, was wir gebunden haben, im Urin messen. Das ist das, was du gemacht hast. Aber wir können es natürlich auch bindegewebsmäßig messen. Dann sehen wir aber die Kompensation des Bindegewebes. Und das Bindegewebe ist natürlich das, was schon über Jahre und Jahrzehnte hingehalten hat, was aber im Rahmen seiner Aufgabe für den Organismus hier eine immense Belastung für ihn bedeutet. Und der Körper ist geneigt, Dinge wahrzunehmen und wieder entfernen zu wollen, weil er nur damit sich selbst wieder regenerieren kann. Und viele, viele Dinge der Menschen, die unter so einer hohen Belastung gelebt haben, die da wirklich aufgeräumt haben, die Schwermetalle raus sind, teilweise sind es ja auch noch eine Menge an Zahn-Kiefer-Problemen, die dann noch damit zusammenhängen, aber die dann von Mal zu Mal spüren, welche Veränderung sich auch im Körper einstellen kann, ohne diese Belastung im Vorfeld zu haben. Das ist ja, das hat was damit zu tun, dass natürlich eine toxische Belastung auch meine Immunabwehr einen immensen Einfluss hat auf meine Körpertemperaturen, einen immensen Einfluss hat auf meine Enzymgesundheit, auf meine Hormongesundheit. Überall da greifen natürlich toxische Belastungen ein. Quecksilber hoch heißt auch Blutdruck zu entwickeln können und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Also ich will das gar nicht an einzelnen Erkrankungen abhängig machen. Aber das heißt, hat man eine Krankheit, wäre man sehr gut beraten, sich mit dieser Ausleitung von Schwermetallen zu beschäftigen. Ja, ich finde, man muss, man kann doch nicht da das stehen lassen haben, ich bin herzkrank, ich habe einen hohen Blutdruck, ich habe jetzt Gicht. Das will ich gar nicht jetzt in den Mund nehmen, aber also ich würde mich also unglaublich auf den Weg machen, zu verstehen, was mit mir geschehen ist. Und wir müssen uns heute um schleichende Gifte kümmern. Wir müssen uns um das kümmern, was wir eigentlich gar nicht wahrnehmen im Alltag, was vielleicht aber auch ein, das ist schon erschreckend, wenn man auch Menschen zuhört, was für Menschen normal ist. So, und der 20-mal gespritzte Apfel, naja, also der kann nur nicht das liefern, was ich eigentlich aus einem Bio-Apfel für mich raushole an Vitalität, an Kraft, an Energie, an Pektin, an so viel Hochwertigkeit. Da muss man einem Menschen zuhören oder der nun an sein schönes Brot gewöhnt ist und damit natürlich Glyphosat sich aufpackt ohne Ende oder Bisphenol A, die Weichmacher in dem ganzen Plastik, das sind ja Xenohormone. Das ist ja unglaublich, was das uns auf diesem Sektor für große Probleme. Oder das Stück Fleisch auf die Alufolie, Schale drauf und ab auf den Grill. Naja, natürlich, guten Appetit. Ich meine, das ist alles Aluminium. So. Und dann ist es einfach präsent und da. Und der Körper weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Weißt du, da habe ich immer noch den Dr. Klinghardt im Ohr bei dem Thema Hirnvergiftung, wo wir mal geredet haben. Und er sagt, diese Kausalität zwischen Alzheimer, Demenz und einer hohen Aluminiumbelastung ist für ihn jetzt eigentlich gesichert da, sagt er. Und dazu kommt noch, dass Demenz hat verschiedene Formen. Aber eine ist zum Beispiel eine hohe Aluminiumbelastung. Und ich kann nicht verstehen, dass es uns nicht wichtig ist. Dass es uns nicht wichtig ist, dass wir uns auch medizinisch diesen Themen immer mehr stellen und nach Lösungen suchen, dass wir Menschen die Chance geben, dass sie an dem Problem was klären. Und wir Mediziner sind aufgerufen, uns damit zu beschäftigen und Menschen auch die Möglichkeit geben, ich kann das ja entscheiden, aber das ist eine ganz große Aufgabe. Und wenn wir die nicht langsam wirklich ernst nehmen, dann werden wir vor einer Situation stehen, wo wir mit unserer symptomatischen Therapie ziemlich alleingelassen sind und in keinster Weise diese Dinge verändern. Also ich glaube schon, dass der Arzt großes Interesse hat, das zu machen, wenn er es auch schon von jungen Jahren lernen würde. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie etwas, was einfach gelehrt wird, dass dieser Dreck, der reinkommt, auch wieder raus muss,
sondern es ist ja eigentlich ein Erfahrungswert aus der Praxis heraus, wo man das erkennt in der Ursachenanalyse, dass das das Problem ist. Und wenn man keine Zeit hat, kann man das Problem nicht lösen. Und wenn man sich die Zeit nimmt, wie in einer Klinik, dann ist es natürlich schon cool, wenn man diese Probleme am Zopf, am Ursprung lösen kann. Das ist, ich will es immer nicht so ganz auf die Zeit schieben. Also ich habe ja 20 Jahre auch als Landärztin gearbeitet und es war mir unglaublich wichtig, auch das für Menschen abzuklären, weil ich wollte doch einen Weg für sie finden. So, und dann kommst du diesen Fragen auch immer näher, weil das Wissen steht ja heute jedem Arzt auch offen. Es muss mir nur als Arzt bewusst werden. Und du hast schon wirklich recht. Also wir müssen uns medizinisch, es müsste jeder Student heute auch ein kleiner Umweltmediziner sein. Denn egal in welche Fachrichtung er geht, er muss das Wissen haben, dass das, was sich für ihn nachher als Krankheit präsentiert, immer die Summe erst des Ganzen ist und die Dekompensation des Körpers bedeutet. Und wenn ich da nicht ansetze, dann werde ich natürlich ein Parkinson nicht behandeln können und ich kann doch eine MS nicht behandeln und ich kann vielleicht ihre Schübe verringern, aber ich kann nicht den Anspruch haben, irgendwo an diesem Krankheitsbild grundlegend etwas zu ändern, weil ich mich ja auch gar nicht für die Ursachen, die dahin geführt haben, interessiere. Und das ist eine Tendenz, die ist wirklich für mich traurig zuzusehen. Wir haben die jüngsten MS-Patienten sind 27 Jahre. Und das ist aber eine Generation, die sagen, ich will es wissen. Mhm. Ich will mich einbringen und zwar 100% und meinem Körper eine Chance geben. Das ist ein anderes auch. Das ist eine Generation, die erkennt die Hilflosigkeit der Medizin, die das schon über 70 Jahre immer gleich macht und möchte nicht als der verstanden werden, sondern der jetzt auch ein echtes Anliegen hat, an diesem Problem was zu verändern. Ich habe noch dich im Ohr in einer anderen Sendung, wo du über die Inosphärese geredet hast, dass zu Weihnachten doch durch eine Entgiftung, eine Blutwäsche, eine Dame, die Demenz hatte, jahrelang nicht mehr gesprochen hat, plötzlich sechs wieder. Jahre, ja. 6 Jahre und danach hat sie wieder angefangen. Bereits nach der ersten. Also ich will nur damit sagen, was da passiert. Das sind Wunder. Und dass wir diesen Menschen gar nicht einmal ihnen das Gefühl geben, zu verstehen, warum sie in eine Demenz sind. Wenn wir nichts wissen, aber wir wissen doch heute, was passieren muss, damit es eine Tumorerkrankung entwickelt. Wir wissen, was passieren muss, damit es eine Demenz entwickelt. Und wir tun medizinisch so, als wenn wir zwar das Endergebnis dessen beurteilen, aber dass wir es nicht wüssten. Und das ist nicht wahr. Also dann sollten wir uns da, glaube ich, interdisziplinär noch viel besser vernetzen, damit wir auch gegenseitig diese Erfahrungen und diese Wege auch, die daraus führen, auch für andere gehbar und machbar sind und nicht so isoliert voneinander arbeiten. Also ich finde das total wichtig und auch ganz, ganz elementar bedeutungsvoll, dass wir uns um die Fragen kümmern. Danke ganz herzlich, liebe Petra. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie zu diesem Thema weitere Fragen haben oder direkt eine Frage noch haben an die Chefärztin, Frau Dr. Petra Wiechel, dann finden Sie die Kontaktdaten zu uns oder eben zu ihr auf unserer Homepage www.qs24.tv. Schreiben Sie, dann können Sie weitere Informationen bekommen oder es wird Ihnen Quellen gegeben, die Sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen können. Wenn Sie zum Beispiel irgendein Krankheitssymptom haben, das Sie gerne analysiert haben möchten, dann geben Sie auch auf QS24TV einfach im Suchbegriff Ihr Thema ein und dann werden Sie gleich zu weiteren Sendungen hingeführt, vielleicht auch gleich wieder von der Frau Dr. Petra Wiechel, wo ich schon so viele Sendungen machen durfte. Wir wünschen Ihnen auf der Suche nach solchen Sendungen viel, viel Erfolg, viel Glück und eine weitere Sichtweise, eine weitere Perspektive zur herkömmlichen Sichtweise. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute, das Allerbeste. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen.